Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Final Fantasy 14. So, es geht direkt weiter mit Alexander. Alexander, Atem des Schöpfers. Wieder mal in diesem Stadtgebiet sozusagen. So, die Tür ist offen. Dann mal hier weiter. Die Festel benutzen. So, und weiter zu den nächsten Trash Mobs. Und da sind sie auch schon. Und da haben wir den nächsten wahnsinnigen Goblin. Das Multimartyrium. Mythrix der Söldner. Okay. So, mal gucken, wie das jetzt so wird. Auch schon ein bisschen länger her. So, am besten nicht diese Felder hier in der Mitte betreten. Zumindest nicht absichtlich oder also unabsichtlich meine ich jetzt. Der muss jetzt so weit wie es geht weg voneinander. Genau, weil dieses Ding in der Mitte hier betritt, kommen diese riesigen Dornen von oben. Und dieser Kristall hier waren jetzt diese Kanonen. Oh. Und jetzt muss die Maschine hier aufgehalten werden. Yeah.
Wir haben noch ein bisschen Zeit, das sollten wir hinkriegen. Gut. Und jetzt wieder auf den Söldner hier. Schalter in der Mitte wieder aktiv geworden. Also wieder Vorsicht, wo er hinspringt. Okay, bei Einzelaufladung muss man um ihn herum. Wusste ich auch nicht mehr. Okay, wieder raus aus der Mitte. Und dann in die Mitte rein. So, nur noch ein kleines bisschen so besiegt. Das war schon auch schon wieder. So, der ist erledigt. So. So, Beutegut. Dann würfeln wir doch einfach mal auf alles. So. Das haben wir auch bekommen, das auch. Und das auch. Ja, schön, warum nicht? So, dann mal raus hier. Aufzug ist gesichert? Sehr gut, dann lauf weiter zum zentralen Steuerraum. Wir sind schon fast dort. Wir haben ja schon mal aufgeräumt, wie du siehst. Biggs und Wedge sollten auch gleich da sein. Und Blocks. Das ist also der Enigma-Kodex. Thank you.
das da unten ist der Kern. Diese Äthermengen, einfach unglaublich. Jetzt kann Zeitflügel benutzen. Kannst du alle schlechte Sache von Vergangenheit rückwirken und ist wie gar nichts passiert. Wenn ich nur eine Sache ungeschehen machen könnte. Meinst du Sache vor 3 Jahren? Damit Liebter von Miele wiederkommt? Humblocks kann schon machen. Nein, das darfst du nicht. Du bist doch jetzt schon geschwächt. Machst du keinen Gedanken um Rundblecks, Miele? Komm, fliegst du gemeinsam auf Zeitflügel zurück. Warte, lasst uns bleiben. Wer weiß, was sie anrichtet. Also, lasst das bleiben. Uiuiui, wird mächtig mulmig in der Markengegend. Haltet euch fest, Jungs. Rumblox hat die letzte Funktion von Alexander in Betrieb gesetzt. Wir fliegen mitsamt dem Koloss in die Vergangenheit. Ich glaube, ich werde nicht mehr. Bix, sieh das mal an. Das ist doch Miele, mit ihren Freunden. Wir sind 3 Jahre zurückgeflogen. Und Blox verliert die Kontrolle über die Maschine. Verflucht, das sieht gar nicht gut aus. Oh nein, Miele, ein Siegel, schnell! Diane! Was machst du denn da, du Strohschale?
Schmiede. Ah, wir haben Freude töten und jetzt sind wieder zurück. Genau wie im Aufschreibebuch von Zukunft steht. Festbestimmen Zukunft. Alles ist genau richtig ablaufen und fertig ist perfekte Zeitring. Der Primae, den Midas Freunde vermeintlich beschworen haben, ist damals erschienen, weil wir mit Alexander zurückgereist sind. Von Anfang an war alles so bestimmt. Schnell, wir müssen hier raus. Mide, kommst du schnell mal eins am Weglaufen? Nein, es ist zu Ende. Alles. Mide! Okay. Hey, cool. Ein Aufsichtspunkt. Ja. Das ist ja irgendwie doof gelaufen. Im Prinzip waren wir selbst daran schuld, dass das so schief gelaufen ist. Und dieses Buch hat er auch von dem Aufschreiber-Typen da. Chef, Istola, ein Glück, dass ihr da raus seid. Und Rumplox ist auch da. Aber was ist mit Mide? Mide ist noch im Inneren von Koloss. Alles Schuld von Rumplox. Rumplox geht wieder rein und rettet Mide. Nichts da, das überlassen wir lieber uns. Wir riskieren nicht, dass du dir Indigon noch einmal in die Hände fällst. Wedge sagt Jesse, dass sie uns holen soll. Unfassbar, oder? Die Tragödie von damals war kein Unfall, sondern geplant. Dieser Miesling hat alles genauso ausgetüftelt, dass sich die Zeitschleife schließt. Denk fix, der große Zauberer aus der Zukunft. Mide hat so lange geglaubt, dass ihr Geliebter in Alexander gefangen war, aber in Wirklichkeit, tja. Wir haben vom Steuerungsraum alles, mit angesehen. Dejans Äther wurde von dem rasenden Primary aufgesaugt. Dass seine Seele in ihm noch weiter besteht, kann ich mir nicht vorstellen. Oh Mann. Eine Chronik der Zukunft. Denkfix wusste bereits, was geschehen würde. Die Zukunft ist schon festgelegt, hat er gesagt. Aber der Chef glaubt, dass wir trotzdem eine Chance haben. Und zwar, weil wir Rumplox haben. Ohne sie kann die Indigo-Hand die Zeit nicht mehr manipulieren. Und das bedeutet, dass wir uns voller Elan der Zerstörung des dritten Energiekerns widmen können. Wenn wir das schaffen, sieht Denkfix alt aus. Ohne Energie läuft keine Maschine. Herz des Schöpfers, nun zugänglich. Gut. So, dann würde ich jetzt ausnahmsweise mal, bevor wir jetzt weitermachen, noch ganz kurz nach Frohe Halde. Denn wir haben mittlerweile wieder ganz viel dieser komischen Gegenstände. Und da möchte ich doch mal kurz gucken, ob wir da gegebenenfalls was eintauschen können. Vielleicht ist ja da die eine oder andere Sache dabei, die besser ist. Weiß ich ja nicht. So, und ja, mit der Rowena werden wir auch irgendwann noch quatschen.
So, mythische Gegenstände. Okay, die sind 220. Da können wir, glaube ich, gerade nichts damit anfangen. Haben wir noch irgendwas, was unter 220 ist? Ja. Ein bisschen was. Wobei wir hier die Sachen austauschen können. Also im Prinzip, wir brauchen noch eine Halskette und einen Armreif. Den holen wir uns mal schnell. Ja, das war der falsche. Verdammt. Gut, Halskette und Armreif. So. Dann gucken wir noch wegen einem Ring. Aber da können wir gleich eigentlich die alexandrischen Gegenstände gucken. Ja, einen Ring können wir herstellen. Der ist 250. Ring der Magie. So, und somit haben wir einigermaßen brauchbares Zeugs. So, jetzt sind wir auch schon Level 259. Passt ja wunderbar. So, dann zurück zur Kurzrast, glaube ich, hieß das. So, da haben wir jetzt auch Alexander, riesengroß und aktiv. Gut, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir dann weiter mit dem Herz des Schöpfers. Und ja, da war es das für diese Folge erstmal. Danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao, Leute. Krieger des Lichts, merkt dir unsere Gesichter. Das ist euer Ende.